Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir sind zurück in unserer Hütte und was ist zu tun? Okay, wir nehmen einen Schluck. Hier sind zwei Töpfe. Wo sind eigentlich die anderen Töpfe? Mal scharf nachdenken. Sind die noch am Weiher? Ist das möglich? Das könnte sein. Darf ich mal nachschauen. So, have a drink. Und dann... Ach so. Wir sind noch gar nicht erschöpft genug. Ja. Ich glaube, was ohnehin ansteht, wenn ich mir den Bogen hier angucke, wir sollten uns mal wieder einen Bogen bauen. Survival-Bogen. 9 Stunden, 6 Stunden. So, wo steht jetzt mein Messer? 88. Es ist halt dunkel. Aber ich brauche noch mal ein bisschen Futter. So ist recht. So, dann schauen wir mal in die Statistik. Hier. 142 Tage. Uns trennen noch 8 Tage von meiner persönlichen Challenge mit 150 Tagen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Und wir sind allerdings erst bei 23% der erkundeten Welt. Das ist ein bisschen schade. So, schlafen. So. Warten. Gut, was ich mal checken wollte. Beim Nähen sind wir auf Stufe 3. Also da könnte man jetzt durchaus sagen, wir lesen das Buch, was wir gefunden haben. Und die letzte machen wir auch noch. Wunderbar. Waffenschmieden.
Na gut, also da wir keine Waffen in diesem Game haben, wird mich das kaum voranbringen. Hier können wir was craften. So, wenn die vier Streichhölzer weg sind, das wird zwar noch eine Weile dauern, also dann habe ich noch 12. Ich habe natürlich noch zwei von diesen Linsen, aber ich denke, dann sollte man mal langsam über einen Gang zum Pleasant Valley nachdenken. Sechzehn, ein milder Tag. Ja, sogar ein bisschen angsteinflößend, wenn man sieht, dass die Prozente da so dahin gehen. Aber es ist trotzdem für einen guten Zweck. Eigentlich könnte man sogar zwei am Tag machen, aber vielleicht hast du sowas kannt. So, Tannholz. Dann schauen wir mal, in welchem Zustand ist denn die Säge? Bei 85. Ja, die muss noch nicht repariert werden. Wir machen mal weiter mit dem Bogen. Wunderbar. Wie ist es hier? Think about his food. So, A bis Z. Also ich nehme den mal auch mit. Klar, diesen Schlafsack könnte man auseinandernehmen. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich tun sollte. Gibt's einiges, was wir noch craften können. Das ist leer. Wie viel passt denn da eigentlich rein? 10 Kilo. So, mal hier. Da haben wir auch noch mal Zedernholz. Das Holz draußen lagern. Wasser. Ja, wird mal Zeit, wieder ein bisschen Wasser zu machen. Okay. Wow, also das ist schon mal eine Menge Brennholz. Das ist definitiv gut. Dann what else? Wir wollten craften.
Einmal das. Birkenrinde. Okay. Jut. Bartflechten. Okay. Dann das kann darüber. Den können wir auch darüber tun. So, mal schauen. Also das ist im Grunde genommen alles Trash hier. 2 Kilo Rohrkolben. Schade, dass man die nicht einfach so verbrennen kann. Den tue ich noch rüber. Das ist Futter. Ja, bei so viel könnte man überlegen, ob man nochmal irgendwann eine richtige Fackel baut. 92. 7-mal Stoff. Ja, der Stoff ist deshalb wichtig, weil wir ja wieder so ein Snow Shelter bauen müssen. Gut. Okay. Dann warten. Schlafen. Sehr gut. Damn it. So hungry. Okay, fein. Die beiden machen mir echt ein bisschen Sorge. Aber was man auf jeden Fall machen kann, man kann mal das andere Zeug flicken. Ich habe tatsächlich nur einen. Okay, dann machen wir das mit denen, ja. 1 Stunde 16. Super. So, 26. Ist ganz gut. Das wäre Lupenwetter. Ah, ich habe gerade andere Pläne.
So, erstmal schauen, wie die Wolfssituation ist. Wirklich unangenehm. Also, weil man hier überhaupt keine Übersicht hat. So. Vergammeltes Reh. Oh. Irgendwann, wenn man so vollkommen wahnsinnig ist, wird man wahrscheinlich sich nicht mehr daran erinnern, ob man dieses Lagerfeuer selbst gemacht hat oder ob jemand, dann wird man vermuten, dass jemand anders hier durch die Gegend streicht. Muss mal Interesse halber, wie lange würde das dauern hier, das Riesending? 1 Stunde 18 und kann auch nur mit dem Ball genommen werden, okay. Nickel, okay. Muss mal schauen, ob da tatsächlich noch unsere Töpfe stehen. Ja. So ein Ding. Wasser auch. Gut, dann wollen wir uns aufwärmen. Gar nicht, ob wir unsere Hütte hier abgebaut hatten. Ich glaube schon. So, schnell aufwärmen. Dann machen wir hier eine Zeichnung.
So, hier wieder Vorsicht. Hier auch noch mal Zeichnung. Ich hoffe halt immer noch hier an so einer Ecke irgendwo. Okay. Da ist er also. An so einer Ecke. Einen Birkenbaum zu finden. Also ein Birkenbäumchen, ein Schössling. Scheint so nicht in Erfüllung zu gehen. Vielleicht holt er sich den Hasen. Das wäre eine Idee. Wenn ich ihn direkt hierher führe und dann so ab. Zweige. Okay. Kurz aufwärmen. Und have a drink. So, dann gehe ich in der Hocke mal wieder raus. Okay, da drüben scheint er zu sein. Und hat er sich jetzt das Kanickel geschnappt? Ja, wahrscheinlich. Tja. Wahrscheinlich nicht der richtige Moment, zu gucken, was die Leiche, die dort liegt, so in den Taschen hat. Ja, Leute, es bleibt spannend, glaube ich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.